Ich wollte ein bisschen eine Einleitung machen zu dem Vortrag, was Herr Blöger später im Anschluss machen wird. Herrn Blöger ist was ganz Erstaunliches gelungen, mit einer größeren Gruppe von Kata-Coaches und Mentees, die einen gewissen Trainingsgrad auch hatten, ein sehr sportliches Wertstromprojekt anzugehen, in dem das Ziel war, aus 60 Tage Durchlaufzeit die Durchlaufzeit auf sage und schreibe 15 Minuten zu reduzieren. Das allein wäre schon ein Riesenthema für sich, aber was mich an diesem Projekt persönlich am meisten begeistert, ist, dass er sich 6 Monate Zeit genommen hatte und obwohl die Zeit so knapp war, hat er dieses Projekt auf den Tag genau mit einer Punktlandung, Zielerreichung abgeschlossen. Punktgenau. So, das war so beeindruckend, dass wir uns sofort natürlich die Frage gestellt haben, auch ich, war das jetzt ein Zufall? Oder ist es eine Sache, die wir mit Kata grundsätzlich so machen könnten? Und das hat mich dann dazu bewegt zu fragen, okay, was waren jetzt die Tipps, was sind die Tricks dabei gewesen, was können wir daraus lernen, um grundsätzlich, wenn wir größere Teams haben, die wir coachen an herausfordernden Zielen, die über längere Zeiträume laufen, eben dieses Problem der Termine auch in den Griff zu kriegen. Ja? Und ich habe mir überlegt, wie man das angehen konnte. Ich habe mir gedacht, eine Möglichkeit wäre, dieses Projekt von Herrn Blöger zu vergleichen mit Projekten, die ganz anders gelaufen sind. Ja, die schief gelaufen sind bis hin zu katastrophal gescheitert. Ja, und da muss man nicht lange überlegen. Und ich glaube, da kommt jeden von uns relativ schnell ein Projekt in den Sinn, was wir alle kennen. Und das ist der Bau des neuen Flughafens in Berlin. Ja, ein interessantes Gegenbeispiel. In dieser Baustelle, in diesem Projekt ist einiges schiefgelaufen und da wir schon so viele Milliarden da ausgeben, haben wir gedacht, es wäre schön, wenn wir was daraus lernen könnten zumindest. Und die Frage, die mich schon lange beschäftigt, seit ich mich immer wieder von diesem Projekt, über dieses Projekt informiere, hätten wir dieses Projekt hier, wenn wir die Kata gehabt hätten oder wenn in diesem Projekt die Kata konsequent angewandt worden wäre, hätten wir dieses Projekt mit Kata besser steuern können? Meine Meinung, und ich glaube, die Meinung von vielen ist ja, mit Kata könnte man das besser machen. Aber der Beweis fehlt natürlich und den werde ich heute auch nicht herbeiführen können. Aber ich habe mir gedacht, es wäre interessant, einfach mal Vergleiche zu machen und zu überlegen, was ist es, was wir anders machen könnten. So, lassen Sie uns ein bisschen in diesem Projekt hier, Flughafen, eintauchen und ein bisschen zu verstehen, was da gelaufen ist. Der Flughafen hätte am 3. Juni 2012, das ist jetzt über 2 Jahre her, fertiggestellt werden sollen. Es gab einen festen Termin. Damals waren die Kosten 4,3 Milliarden, angelaufene Kosten 4,3 Milliarden. Das Projekt ist, wie Sie wissen, nicht abgeschlossen. Ja, aktuell belaufen sich die Kosten auf 5,4 Milliarden Euro. Gestartet wurde die Baustelle 2006. Damals waren die Kosten noch bei 1,7 Milliarden angesetzt. Es gibt heute Stimmen, die davon sprechen, dass die Kosten sehr wahrscheinlich die 8-Millionen-Marke knacken werden. Es gibt sogar Stimmen, die sagen, dieser Flughafen ist so, wie er gebaut worden ist, nicht fertigzustellen. Okay, also Gegenbeispiel zu Ihr Projekt, Herr Blöger. Ja? Also hier sehr schön zu sehen, diese Kostenexplosion. Eine Sache, die bei den Recherchen sofort auffällt, ist, dass in diesem Projekt eine sehr spezielle Fehlerkultur geherrscht haben muss. Ich weiß nicht, ob Sie das noch wissen, aber bis 2 Wochen vor diesem Starttermin wurden noch Flugtickets verkauft. Es wurden Flugtickets verkauft. Ich kenne Leute, die sind in Tegel gestartet, in der Erwartung, aus dem Urlaub zurück im neuen Berliner Flughafen zu landen. Sie wurden dann im Zielflughafen informiert, irgendwo, ne, Fidschi, keine Ahnung, wo sie hingeflogen waren. Es tut uns leid, du musst wieder nach Tegel zurückfliegen. Ja, es gab sogar interne Verbote im E-Mail-Verkehr, eine Nicht-Einhaltung des Zieltermines in Frage zu stellen. Also die Einhaltung in Frage zu stellen. Es war verboten. Also die Probleme wurden systematisch unter den Teppich gekehrt, bis Mitte Mai schlagartig alle Ampeln auf Rot gesetzt worden sind. Es gibt bis heute vom Medon, und der Medon lässt sich da nicht breitschlagen, keinen neuen Starttermin. Er nennt keinen und er sagt, das werden wir zum richtigen Zeitpunkt machen. Ja, es ist, ja, ich finde es schön, ich glaube, darüber zu lachen ist das Einzige, was uns übrig bleibt. So, natürlich, bei einem solchen Projekt müssen Köpfe rollen, da muss man Schuldige finden und so machen wir das und so wurde es auch gemacht. Der Schuldige war schnell gefunden und aufgrund des schlechten Projektmanagements musste Wobereit gehen. Ob Sie den Wobereit mögen oder nicht, ich bin der Meinung,
So schlecht hat er gar nicht gehandelt. Er ist Bürgermeister. Er ist nicht Ingenieur, er ist nicht Projektleiter, er ist definitiv kein Flughafenbauer, er ist kein Architekt. Und er hat im Grunde das erkannt, was, glaube ich, jeder Bürgermeister in seiner Situation erkennen müsste. Die Flughafen, die wir haben, Flughäfen sind am Ende, sie sind veraltet und sie sind für eine Hauptstadt wie Berlin nicht mehr dimensioniert und sie sind sowieso nicht repräsentativ für eben eine Industrienation wie Deutschland. Dann hat er gesagt, Leute, wir müssen hier einen besseren Flughafen für unsere Stadt bauen, für unsere Hauptstadt. Ja, und dann ist er vorgegangen, wie ich es wahrscheinlich auch nicht anders machen würde. Er hat gesagt, ich bin kein Fachmann, dann hole ich mir die besten Fachleute. In Deutschland wird es schon genügend geben. Und dann hat er sich die besten Firmen geholt, die besten Fachleute, in der Erwartung, dass diese ihm den besten Flughafen bauen werden. Bis dahin alles logisch und meiner Meinung nach richtig. Ja? So, und dann nahmen die Dinge ihren Lauf. Und mein Gefühl ist es, dass aufgrund unter anderem dieser Fehlerkultur, die da wohl geherrscht hat, Herr Wobereit nicht immer ehrlich informiert worden ist. Als er dann gemerkt hat, dass das Ganze aus dem Ruder laufen würde, war es wahrscheinlich schon zu spät, um irgendwie zu reagieren. Ja, als er dann gemerkt hat, hey, wir müssen jetzt gegensteuern, da war einfach schon zu viel passiert, er musste persönliche Konsequenzen ziehen an der Stelle. So, wir sind hier bei diesem Projekt vorgegangen, oder wie ist man da vorgegangen, wie man immer bei solchen komplexen Projekten vorgeht. Ja? Also das Erste, was man immer macht bei solchen komplexen Projekten, ist, man unterteilt die gesamte komplexe Aufgabe in einfachere Teilaufgaben. Da werden Teilverantwortliche bestimmt und an diese Teilverantwortliche werden diese Teilaufgaben delegiert. Und die Aufgabe ist es, für deine Teilaufgabe, bitte gib dein Bestes. Ja, also mach dein Bestes, sehe zu, dass es richtig läuft. Und so in etwa ist es gelaufen. Ja, eine Baustelle und da gibt es Gewerke und jeder macht seinen Teil. Der Architekt hat zum Beispiel gesagt, ich gebe mein Bestes, um die Parkhäuser so gut wie möglich zu planen. Der Elektriker hat gesagt, meine Aufgabe ist es, die Check-in-Schalter schnell und kostengünstig Elektrik anzuschließen. Der Baggerfahrer hat auch sein Bestes gegeben und gesagt, meine Aufgabe ist es, die Erdarbeiten für die Landebahn sorgfältig und termingerecht zu machen. Jeder gibt sein Bestes, aber es kam, wie es gekommen ist. Irgendwann mal gab es eine unglaubliche Kostenexplosion. Ja? Eine Kostenexplosion entsteht dann, wenn kleine Probleme unerkannt bleiben und einfach nur Zeit kriegen, um zu größeren Problemen heranzuwachsen. Lassen Sie kleine Probleme einfach wirken über längere Zeit und dann wird die Kostenexplosion automatisch kommen. So, wenn man reinschaut, es gibt die Baumängelliste vom Berliner Flughafen, ist ungefähr 50.000 Punkte groß. Okay, es ist nicht schwer, Bilder und Beispiele zu finden. So, und wenn man da reinschaut, ist es sehr interessant, was für Art von Probleme es da gibt. Ein Beispiel, Kabelschächte-Dimensionierung. Wenn Sie die Kabelschächte dimensionieren, die müssen Sie relativ früh im Projekt festlegen, weil von der Dimensionierung dieser Kabelschächte, die Größe dieser Kabelschächte in die statische Berechnungen der Gebäude einfließt. Das heißt, Sie müssen relativ früh im kritischen Pfad diese ganzen Informationen haben, damit Sie sagen können, so das Gebäude wird so dimensioniert. Parallel haben die Elektriker und ITler auch ihr Bestes gegeben und die ganze IT und Elektrik und so weiter geplant. Irgendwann mal spät haben sie gesagt, so jetzt lass uns diese Dinge zusammenführen. Und da sind auf einmal an der Schnittstelle die Verwerfungen deutlich geworden, die dazu führten, dass man die Dinge nicht zusammenbringen konnte. Also die Kabelschächte waren nicht ausreichend, um die Menge an Kabel unterzubringen und die Statik ist heute nicht mehr ausreichend, um die Kabel überhaupt unterzubringen. So, ein anderes Beispiel, relativ früh im Projekt muss natürlich die Größe des Terminals festgelegt werden. Wie groß soll sein? Drumherum stehen ja andere Gebäude. Ich muss ja natürlich sagen, hier hört das eine, da das nächste auf. Und parallel dazu haben andere Leute gesagt, so, die Check-in-Schalter müssen geplant werden, müssen dimensioniert werden und so weiter. Das Gebäude war schon im Grunde gebaut. Irgendwann mal stellte man fest, die Check-in-Schalter reichen nicht. So, als man versuchte, die Check-in-Schalter mit dem Gebäude zusammenzuführen, an der Schnittstelle schon wieder Unstimmigkeiten. Die Größe des Gebäudes passt nicht zur notwendigen Anzahl an Check-in-Schalter, die sich im Nachhinein als richtig herausstellt. So, wie konnte es so weit kommen, wenn jeder sein Bestes gegeben hat, dass das so katastrophal läuft? Ja? Und der Medorn, der erklärt es. Der Medorn erklärt es. Ja? Wir wissen das. Wenn Sie Teilsysteme isoliert versuchen zu optimieren, ja, führt es im Extrem zur Zerstörung des Gesamtsystems. Ja, also isolierte, also Teiloptimierung oder Lokaloptimierung führt immer zwingend zu wachsenden Inkompatibilitäten zwischen den Teilsystemen. Das wissen wir. Systemlehre, Stunde 1,
weiß jeder. Und der Medon sagt es ganz genau, der Berliner Flughafen ist als Baustelle fertig, der kritische Pfad läuft gerade durch die Systemintegration der Brandlöschanlagen. Die Brandlöschanlagen sind alle funktionsfähig als Teilsystem, ja, aber nicht als Gesamtsystem. So, jetzt kriegen Sie die Freigabe nicht. Okay, und der Flughafen darf nicht eröffnet werden, also Sie wissen, Brandgefahr und ähnliche Probleme in so einem Riesengebäude ist natürlich kritisch. So, was lernen wir daraus oder welche Fragen ergeben sich? Für mich haben sich im Grunde daraus vier Fragen ergeben, die ich versuche oder glaube, mit Katar sollten wir beantworten. Die erste, warum werden Hindernisse und Probleme so lang verschwiegen? Ja, das ist, glaube ich, hier ein ganz großes Problem. Das nächste Problem, wieso bleiben Hindernisse in Schnittstellen so lange unerkannt? Die dritte Frage, wie können wir, wenn Projekte so lange Zeithorizonte haben, einen sehr feinen Fortschritt, zeitlichen Fortschritt messen, weil wir natürlich die Gewerke an dieser Stelle zeitlich auch synchronisieren müssen. Und wie sollten wir dann auf diese kleinsten Zeitverzögerungen reagieren? Diese vier Fragen würde ich gerne versuchen, kurz mit Katar zu beantworten. Zur ersten Frage. Ich glaube, die ist relativ einfach zu beantworten. Wer sich mit der Katar auskennt, weiß, wie wir da vorgehen. Also gutes Projektmanagement sollte in der Lage sein, feinste Probleme und Abweichungen früh zu erkennen. Probleme fangen immer klein an, geben Sie ihnen Zeit, sie werden groß werden. Das ist Fabrikphysik oder das ist Systemlehre, können Sie machen, was Sie wollen. Wenn Sie sie spät erkennen, wenn Sie spät Problem-Späterkennung betreiben, die Probleme sind groß geworden, die Probleme sind teuer geworden, entsprechend ist die Beseitigung der Probleme aufwendig geworden. Teilweise haben Sie unumkehrbare Tatsachen geschaffen. Ja, die Zeitpuffer sind auch aufgebraucht. Was wir wollen, ist Problemfrüherkennung. In dem Moment, wo das Problem noch klein ist, ist die Behebung klein. Sie haben noch sehr viel Zeit zum Reagieren. Sie haben noch ausreichend Budget hoffentlich, also sowohl Zeit- wie Geldbudget, ja, um eben diese kleinen Probleme mit geringem Aufwand, mit kleinen Impulsen zu korrigieren. Wie machen wir das? Relativ einfach, haben wir auch schon gehört. Da geht es um hochfrequentes Coaching. Ein sehr hochfrequentes Abtasten des Systems, nicht seltene, sondern hochfrequente Coaching-Termine. Ja, und dann in diesen Coaching-Termine, wer sich mit der Coaching-Karte auseinandersetzt, wir warten nicht, bis die Hindernisse kommen, wir drehen den Spieß um, wir fragen nach Hindernissen. Es gibt keine Hindernisse. Das gibt's nicht. Ja, so, das ist ein ganz gewaltiger Unterschied in der Fehlerkultur, die sich daraus ergibt, haben wir auch schon gehört in den Vorträgen davor. Zur zweiten Frage. Wieso bleiben Hindernisse in den Schnittstellen so lange unerkannt? Ja. Wenn wir von Coaching sprechen, sprechen wir immer, also wir haben immer dieses Bild, Coach, Coachee, Mentee, Coach, und es ist immer so eine 1:1 Beziehung. Und der Mentee hat seinen Zielzustand, an den er arbeitet, und in der Regel, wenn wir von diesen Zielzuständen sprechen, da wissen wir, naja, da ist ein Termin dahinter. Und dieser Termin, der ist in der Regel nicht so weit weg. Aber die Realität ist nicht so. Die Realität ist, dass wenn Sie coachen, Sie in der Regel ganze Teams coachen, die an einem und denselben Zielzustand arbeiten. So, wenn Sie jetzt einfach diesen Coach mit eben so einem Fünferteam beauftragen, dann gibt es hier automatisch diese fünf Coaching-Beziehungen, hier mit diesen schwarzen Pfeilen dargestellt. Aber jetzt kommt es zu diesen fünf Beziehungen, und das ist das Problem hier, zu diesen fünf Beziehungen kommen automatisch 10 weitere verborgene Wechselbeziehungen dazu. Eine wesentlich größere Anzahl an Wechselwirkungen zwischen den Mentees. Ja, die sind vom Coaching direkt erstmal nicht abgedeckt. Es ist nicht vorgesehen, dass ein Mentee den anderen Mentee coacht. Okay, wir haben immer diese 1:1-Beziehung, wir haben nicht diese orangen Coaching-Beziehungen untereinander. So, und das könnte dazu führen, dass wir an dieser Stelle so ein Blindspot, so eine blinde Stelle entwickeln, weil da auch die Zuständigkeit an der Schnittstelle geteilt ist. Ja, und mit einer zunehmenden Anzahl an Mentees passiert es auch, die meisten Hindernisse, die auf mein Thema wirken, sind in den Händen von meinen Kollegen. Und es ist auch sehr wahrscheinlich, dass wenn ich was verändere an meinem Teilprojekt, ohne es zu merken, ich einen negativen Einfluss auf meine Kollegen habe. Das sind Schnittstellenwirkungen. Und wenn ich einfach nur mich auf meinen Teil konzentriere und den Rest unbeachtet lasse, könnten uns Berliner Flughafen passieren. Das heißt, wir müssen einfach von dieser größeren Anzahl Hindernisse ausgehen, die in diesen Schnittstellen verborgen bleiben. So, und wie können wir damit umgehen?
Und die erste Idee ist, lass uns auf die Systemebene gehen und die Systemintegration nicht am Ende, wie im Berliner Flughafen versucht, sondern von Anfang an zu machen. Auf der Systemebene steigen wir ein. Wie wir das machen, das ist im Grunde das Thema Wertstrom, was uns Mike mit seinem Buch schon vor über 10 Jahren beigebracht hat. Ich bin der festen Überzeugung, Cut und Wertstrom kann man nicht trennen. Man kann die zwei nicht trennen, wenn wir wirklich nachhaltig werden wollen. Wir müssen die Systemintegration von Anfang an betreiben. So, wie funktioniert es im Wertstrom? Im Wertstrom, wer sich damit auseinandergesetzt hat, Sie wissen, es gibt die Prozesse, natürlich, die vielen Prozesse. Es gibt natürlich die Verantwortlichkeiten, aber im Wertstrom ist es umgekehrt. Im Wertstrom geht es zuerst um die Schnittstellen und dann stellt man sich die Frage, wie müssen die Prozesse aussehen, damit die Schnittstelle sauber ist. Es ist umgekehrt. Ich optimiere nicht die Prozesse und danach schauen wir mal, dass wir die Schnittstelle anpassen. Nein, ich fange mit der Schnittstelle an und lasse links und rechts die Prozesse entsprechend anpassen an die Schnittstelle. Umgekehrt. Ja, so, wenn wir das nicht machen, entstehen die Bestände dazwischen, die wir alle kennen. Das ist Wertstrom und der Versuch, die Durchlaufzeit stets zu reduzieren. Ja, so, das ist natürlich eine Gruppenveranstaltung. Das heißt, es beginnt natürlich an der Stelle schon damit, dass diese Individualcoachings durch Gruppenveranstaltungen ersetzt werden. Wir definieren Ist-Wertströme, ganz wichtig, Soll-Wertströme. Die werden dann sehr präzise beschrieben und werden dann in T-Formulare, also in Zielzustände, mathematisch schlüssig, sehr detailliert übertragen, die man dann auf Denkfehler überprüfen kann. Ja, also es gibt dann auf der Wertstrommanager-Ebene ein erstes T-Formular, die Prozesskennzahlen, wiederum, das wird dann runtergebrochen, mathematisch schlüssig auf die nächste Ebene, die Ergebniskennzahl ist die Prozesskennzahl der Ebene drüber und so weiter. Die Prozesskennzahl ist dann die Ergebniskennzahl des T-Formulars unten drunter. Sieht kompliziert aus, ist es auch. Deswegen scheuen viele diese Schnittstellenbetrachtung an der Stelle. Aber diese Vorbereitung ist das A und O gewesen, glaube ich, unter anderen Dingen beim Herrn Plöger. Absolut erfolgsentscheidend, werden Sie später sehen. So, wie können wir in längeren Projekten den Fortschritt feiner messen? Es ist, wenn Sie mehrere Leute haben, die an einem gemeinsamen Zielzustand arbeiten, reicht es nicht mehr, wenn Sie einfach sagen, jeder so schnell wie möglich. Gib Gas, mach schnell, mach schnell, mach schnell. Nein, es funktioniert so nicht. Es ist wie in einem Orchester, nicht jede Geige so schnell wie möglich, sondern Synchronisation ist das A und O. Nur dann entsteht Musik. Das heißt, es geht nicht darum, dass jeder so schnell, sondern das muss synchronisiert gemacht werden. So, und damit verbunden auch ein paar Schwierigkeiten. Ja, Sie kennen das alle. Ich weiß in der Lernzone nicht, wie viele Hindernisse, wie viele Experimente ich haben werde. In der Lernzone funktionieren Pläne nicht. Wie soll ich auf einen Termin hin planen? Okay? Ich glaube, da gibt es einen Trick, was funktionieren kann. Vergessen Sie zu versuchen, die Anzahl Experimente und Hindernisse vorherzusagen, werden Sie nicht machen können. Sie können aber was anderes versuchen zu beschreiben. Das mache ich immer gerne, dass ich einfach eine Analogie verwende. Nehmen wir mal an, Sie wollten von Berlin nach Köln fahren und die Aufgabe wäre es, um 9 Uhr plus minus 2 Minuten in Köln anzukommen. Unterm Dom, Parkplatz, Schranke, da müssen Sie durchfahren. 9 Uhr, 2 Minuten Toleranz, in Berlin geht's los. So, keine Ahnung, wie viele Staus es geben wird, keine Ahnung, wie viele Störungen auf der Autobahn. Trotzdem können Sie eine Sache machen. Sie könnten mit Ihrem Auto natürlich eine Hypothese formulieren. Sie könnten diese Strecke unterteilen. Das Erste, was ich machen würde, ich würde natürlich nicht so planen, dass ich von Anfang an Anschlag fahren muss. Also ich würde eine gewisse Geschwindigkeitsreserve im Auto vorsehen. Das wäre das Erste. Ich würde nicht die maximale Geschwindigkeit anpeilen. Und das Nächste, ich würde die Strecke, diese 560 Kilometer, Kilometer für Kilometer mit einer Uhrzeit versehen. Es wäre eine Hypothese. Trotzdem würde es mir erlauben, wenn ich wüsste, um 19.17 Uhr hätte ich 503 Kilometer zurücklegen müssen und ich habe nur 498, kann ich diese kleinste Abweichung von 5 Kilometer schon erkennen. Ich habe aber noch 2 Stunden Zeit. Okay? Früherkennung. Ja? Und dann kann ich ganz kleine Steuerimpulse am Gas machen und das Ganze machen. So, lassen Sie uns mal in die Fabrik gehen. Nehmen wir mal an, ich habe eine Rüstzeit von 95 Minuten, mein Ziel ist 6 Minuten. Und dafür habe ich mir vorgenommen 60 Arbeitstage. So, wie komme ich von 95 auf 6 Minuten? Eine Sache ist sehr unwahrscheinlich, dass es mit einem Schlag passieren wird. Es ist unwahrscheinlich. Wahrscheinlicher ist schon so eine lineare Kurve. Ja, das wäre wahrscheinlicher. Erfahrungsgemäß gibt es immer so eine Findungsphase am Anfang und eine Stabilisierungsphase zum Schluss, sollten Sie da einplanen. So, wie auch immer die Kurve, die Sie da reinlegen, das ist eine Hypothese. Diese Hypothese würde Ihnen erlauben, schon wieder sehr genau zu sagen,
wo sie zeitlich jeden Tag sein müssten. In längeren Projekten sind Zeitabweichungen Hindernisse. Wenn Sie das nicht visualisieren können, und zwar fein, können Sie diese Hindernisse nicht erkennen, bis sie zu spät geworden sind. Ja. So, wie machen wir das, wenn wir jetzt im Orchester spielen? Gut, diese Visualisierung muss natürlich für alle sein und sie muss vernetzt sein. Deswegen ist es wichtig, dass wir eine größere Tafel davon aufbauen. Wir haben da sehr viel experimentiert mit solchen Coaching-Wänden. In diesen Wänden sind, ein Tag ist 5 cm breit, und wenn Sie dann größere Projekte haben, dann werden Sie schon möglicherweise 8 m breit, ne, diese Wände. Und da können Sie sehr, sehr detailliert den kritischen Pfad sehen und wer gerade an was arbeitet und auch die Zahlen und die Fortschritte dahinter. Sinn und Zweck dieser Tafel ist es zu ermöglichen, dass man solche Aussagen macht wie diese. Wir sind 112 Tage vom Zieltermin entfernt. Ich kann aber jetzt schon erkennen, dass ich einen Verzug von 4 Stunden habe. Das muss möglich sein. Okay? So, daraufhin könnte der Coach sagen, vielen Dank für deinen Hinweis. Lass uns noch heute die Hindernisse verstehen, bevor diese zu größeren Problemen anwachsen. Wichtig, diese Möglichkeit, diesen Fortschritt feiner messen zu können. So, wie sollten wir daraufhin reagieren? Wie reagieren wir auf diese Zeitverzögerung? Das ist dann relativ einfach. Sie sehen die versammelte Gruppe. Alle diese Leute, die diese orangen Wechselpfeile haben, stehen alle gemeinsam vor dieser Tafel. Und die Coaching-Frage wird der Gruppe gestellt. Also es ist kein Individualcoaching, es ist ein Gruppencoaching. So, ich werde erst dann an meiner Zielrüstzeit gleich 6 Minuten arbeiten können, wenn Thomas den Puffer aufgebaut hat, den wir für die Rüstversuche brauchen. Typisches Problem. Ich brauche meinen Kollegen. Ja, dann kann der Coach sagen, gut, vielen Dank. Gibt es weitere Hindernisse und Abhängigkeiten, die wir vielleicht gerade übersehen und unseren Plan gefährden könnten? Sagt er, nein, danke, bitte an der Stelle brauche ich dringend eure Unterstützung. So, wo ist Thomas? Ja, daneben. Also, Thomas, welche Hindernisse halten dich aktuell davon ab, den Pufferaufbau bis zum 27. Februar, wie von Peter benötigt, zu schaffen? Und dann kannst du sofort auch Peter hören, was Thomas zu sagen hat, und man kann sich abstimmen. Ich bin gerade dabei, die Anlieferung der zusätzlichen Rohteile zu organisieren, die wir hierfür benötigen und so weiter. Nur ein Beispiel. Okay? Es ist eine Sache, die sich sehr schnell herausstellt, ja, in dieser Form von Gruppencoachings, wie vorwurfsfrei sie laufen und wie leicht die Fehlersuche läuft, wenn diese Schnittstellen zusammengekommen sind. Das ist eigentlich fast ein sehr billiger Trick an dieser Stelle. Ja? Also zusammengefasst, warum werden Hindernisse und Probleme so lang verschwiegen? Eine mögliche Antwort, hochfrequentes Coaching, wie wir es kennen, ja, und bewusst die Hindernisse in den Vordergrund gestellt. Frau Steudler hat es so schön gesagt, 90% ist Problem, 10% ist Lösung im Coaching. Ja, das haben Sie ganz deutlich gesagt. Ja. Die Hindernisse in den Schnittstellen, ich glaube, Wertstrom ist keine Option, wird den Medorn jetzt nicht so viel helfen. Also Wertstrom ist nichts für den Flughafen, da gibt es andere Möglichkeiten, auf der Systemebene einzusteigen. Aber ganz, ganz interessant, diese Gruppencoachings in Abwechslung zu den Individualcoachings, um die Schnittstellen in den Vordergrund stellen zu können. Wie können wir in längeren Projekten den Fortschritt feiner messen? Unterteilen. Von Zielwerten nicht versuchen zu planen. Vergessen Sie das, wird nicht funktionieren. Und dann eine grafische, große Visualisierung davon, an der sich alle treffen können und kleinste Abweichungen sofort anzeigen können, ob das eine Wand ist oder wie auch immer Sie es machen wollen. Und wie reagieren wir auf Zeitverzögerung? Natürlich Coaching-Frequenz. Fokussierung der Coachings an dieser Stelle, wo der Zeitverzug ist, bedingt natürlich eine Coaching-Reserve, Coaching-Kapazität. Ja? Also eine Überkapazität an Coachings. So, wie das Ganze jetzt konkret gemacht werden kann, ja, das ist jetzt ein bisschen theoretisch vielleicht für Sie, aber damit Sie das sehen, dass es funktioniert und wie es funktionieren kann, da freue ich mich sehr, Herr Blöger, ja, wenn Sie dann gleich an dieser Stelle übernehmen würden und das Ganze für uns ein bisschen mit Bilder untermalen würden. Ja, vielen Dank schon mal. Okay. Danke. Okay. Und das auch. Ja, danke.